Ja, liebe Freundinnen und Freunde, Robert Habeck, so ist es heute in der Zeitung zu lesen, fordert uns auf, diese Landtagswahl zu gewinnen, dass wir Regierungsbeteiligung im Mai in Nordrhein-Westfalen übernehmen. Und dem sollten wir uns tatsächlich stellen. Daran möchte ich sehr intensiv, liebe Freundinnen und Freunde, mitarbeiten. Liebe Freundinnen und Freunde, nicht nur dieser Parteitag macht es deutlich, sondern auch alles, was draußen passiert. Wir stecken mitten in einer harten vierten Welle der Pandemie. Und es werden 10.000 Menschen in Deutschland wieder in diesem Monat sterben. Das sind für mich wirklich erschreckende Zahlen. Und ich möchte mich wahrscheinlich wie niemand hier an solche Zahlen gewöhnen. Und ein Teil davon wäre möglicherweise vermeidbar. Ein Teil von dieser Misere steckt mit daran, dass wir zu spät in eine der wichtigsten Situationen kommen, nämlich in das schnelle, zügige und vernünftige Impfen. Diejenigen, die sich doch erst und zweit geimpft haben, die sich jetzt boostern lassen wollen, hätten längst geimpft werden können, wenn, so wie die Gesundheitsministerkonferenz mit der Stimme und der Unterstützung von Karl-Josef Laumann am 9.8. haben die beschlossen, dass die Boosterimpfung nach 6 Monaten stattfinden sollen. Am 5. November, bis zum 5. November durften die Kommunen in Nordrhein-Westfalen keine Boosterimpfung durchführen. Am 18. November hat dieser Gesundheitsminister erstmalig einen Plan aufgestellt, nachdem Quoten festgelegt werden wurden, wie in den Kommunen gearbeitet werden sollen. Und jetzt geht es auch zügig voran. Es wurde den Zahnärzten und anderen verboten, mitzuimpfen. Noch jetzt wird darüber diskutiert, ob Pflegekräfte, die hunderttausende Male andere Impfungen vorgenommen haben, mithelfen können. Das alles hätten wir uns ersparen können, wenn rechtzeitig gehandelt worden wäre. Und natürlich müssen wir die Erst- und Zweitimpfung voranbringen. Und natürlich müssen wir die Kinderimpfung vorbereiten. Und ja, wir müssen jetzt Kontaktbeschränkungen organisieren. Wir müssen mit den Kommunen reden. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen Verantwortung dafür übernehmen. Wir Grünen wollen uns dieser Tatsache stellen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wer schuld ist. So wie es Minister Stamp gemacht hat, der gesagt hat, die Intensivmediziner seien es doch selbst schuld, dass die Pflegekräfte in den Sack hauen und nicht mehr mitarbeiten. Der allen Ernstes behauptet hat, dass die Länder nicht für die Impfung zuständig seien. Ich kann nur sagen, das könnte ein Grund dafür sein, dass es so schlecht läuft mit der Vorbereitung der Kinderimpfung in Nordrhein-Westfalen. Und nein, wir Grünen werden einen anderen Stil an den Tag legen. Wir hätten längst einen Krisenstab eingerichtet. Wir hätten längst mit den Kommunen unmittelbar zusammengearbeitet. Wir hätten uns getraut, Kontaktbeschränkungen in einer frühen Phase zu machen. Wir hätten uns getraut, auch die Maske eben nicht abnehmen zu lassen und viele andere Entscheidungen, die uns nicht immer geschmeckt hätten, auszusprechen, um nämlich eines möglich zu machen, ein vertretbares und normales Leben. Präsenzunterricht für Kinder in Schulen, damit auch diejenigen nicht die größten Verliererinnen und Verlierer sind und auch dass Menschen, die vulnerabel sind, die von Vorerkrankungen betroffen sind, eben nicht isoliert sind und nicht Angst haben müssen, von anderen angesteckt zu werden und trotzdem ein vernünftiges Leben führen können. Und dafür sind natürlich starke Kommunen erforderlich, ein starker öffentlicher Gesundheitsdienst, Prävention in den Kommunen. Und da spreche ich dann als kommunalpolitischer Sprecher natürlich auch eine klare Sprache. 4,5 Jahre hat es gedauert und es gibt immer noch keinen Altschuldenfonds, immer noch keine faire Finanzierung für die Kommunen. Und ich kann nur sagen, keine Verantwortung wieder mal übernommen von dieser Landesregierung. Diese Ministerin Scharrenbach hat nicht nur den Hambacher Wald rechtswidrig räumen lassen, sondern sie hat ihre Arbeit nicht gemacht, sie hat ihre Versprechungen nicht eingehalten, sie hat eine Landesbauordnung gemacht, liebe Freundinnen und Freunde, die zweimal die Barrierefreiheit, die zweimal die Inklusion geschliffen hat. Und, liebe Freundinnen und Freunde, das will ich an der Stelle sehr klar sagen, Inklusion ist keine Draufgabe. Die Beteiligung, das sind die Verteidigung von Menschenrechten, wenn Menschen mit körperlichen und seelischen Einschränkungen in den Bus kommen, wenn Menschen Teilhabe an dieser Gesellschaft haben wollen, dann setzen wir Menschenrechte in Deutschland durch und hier in Nordrhein-Westfalen. Und dafür will ich mich ganz intensiv einsetzen. Denn es kann doch nicht sein, dass in Münster die Lebenserwartung 11 Jahre höher ist als in Gelsenkirchen oder auch im Essener Süden 11 Jahre höher als im Essener Norden. Nein, wir wollen dafür sorgen, dass wir gesunde Städte haben, dass wir Klimaschutz, Umweltschutz für alle machen. Denn es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass eben gerade diejenigen, die sich eben keine teuren Urlaube leisten können, dass sie eben, die sich schlecht ernähren, die eine schlechte Gesundheitsbildung haben, dass sie nicht abgehängt werden, sondern dass wir für sie die gleichen Möglichkeiten der Entfaltung schaffen wie für alle Menschen in unseren Städten auch. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, sage ich an dieser Stelle sehr klar,
Ja, wir möchten im Mai Verantwortung übernehmen und wir möchten das, glaube ich, auch mit Leuten tun, die da eine gewisse Erfahrung haben. Und ich habe auch einen Migrationshintergrund, auch wenn Verena gerade zu mir gesagt hat, ich käme eher rüber wie eine voll integrierte Kartoffel, denn ich bin 1969 in Bad Gandersheim in Niedersachsen geboren und erst mit 5 Jahren ins Ruhrgebiet gekommen. Aber, und das will ich an der Stelle doch ein bisschen ernsthaft sagen, ich glaube, es täte auch einer grünen Liste gut, dass in den Spitzenpositionen eine vielfältige Liste gewählt wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt. Herzlichen Dank.